Also Prinzipien von Ken Gedau sind absolut nicht vermittelbar. Die sind sofort vereitelt und es gibt andere Weltanschauungen als die Prinzipien in Ken Gedau. Ich werde sie dann in meiner Persönlichkeit verschwinden lassen, die Prinzipien von Ken Gedau. Und damit braucht es auch nicht mehr Ken Gedau heißen, weil es auch keine zu veröffentliche Kunst ist. Sondern meine Kunst bleibt, solange ich nicht ähnliche oder zu diskutierende Prinzipien außerhalb des Formgeistes finde. Ja. Außer diese einer Riege beitreten ist nichts Rekrutierbares. Im ersten Sinne, sondern im zweiten Sinne. Und dann ist es rekrutiert. So. Somit verschwindet die Erklärung der Prinzipien, nun bitte die reine Form ausüben. Gefordert. Wenn die Prinzipien falsch sind, ist nicht richtig. Von hier geht das nicht so eine Formanwendung, sondern ebenso von 1, 2, 3, hier ist ein Schlag mehr als bei der anderen. 4, 5, 6, 7 und dann wird es vielleicht schwierig. 8, muss man Dollar schlagen. Geht auch. Das wird bestraft. Also egal, wie man da zweiten Linie bestraft hat. Der siebte Hufen bestraft hat. So. Man soll sich also nur gefallen lassen. Oder es gibt eben von diesen Bestrafenden eine Alternative dazu. Ich bin nicht gerade Lack und Leder oder so. Wenn das die Alternative ist, das sieben Schläge, dann kommt die Alternative nicht so, wie da im Formgeist. Und die nicht so. Und die so und die so. Das tragen wir. Dann ist der Chen-Bereich verlassen und der Schuh-Bereich beschritten. 1, 2, noch besser, so direkt, 1, 2, also nicht immer ausholen und machen, was sich fürchterlich überträgt hier in diesem Bereich, den ich jetzt schon öfter mit sagen und nicht sagen so gezeigt habe. Nun von hier in den Skibereich, 1, 2, 3 und jetzt schon härter werden. 4. Oh, Glück gehabt. So. Dass das dagegen kommt, nicht mehr so relevant. Und trifft gleich wieder das erste. Hart genug. Auf jeden Fall Sinkung befreiend und Atemrechte. Ach. Und diese Bewegung, die ich jetzt nicht vermitteln konnte, im Prinzip, der Flugkick hier atmet. Also man fühlt ihn, tut fürchterlich weh, aber in dem Moment, wo er atmbar ist, verschwindet der Schmerz auf jeden Fall und was weiß ich, was ihnen passiert. In Xinkung muss einem das egal sein. In Xinkung wird dann eben Wu Bei Song, Wu Bei Yi und irgendwann wird wieder Xinkung. Das ist genug Thema damit. Ich glaube, das ist auch die Grenze des Verrücktwerdens. Von der Zerredbarkeit her. Entweder interessiert man sich für Prinzipien oder man erkennt die gar nicht oder interessiert sich nicht dafür. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, das erklären zu wollen. Man kann sich das ja nochmal angucken. Ich
würde nicht mehr wetten. Das ist sowieso dann, wird das auch eine Welt, in der man rekrutiert ist und auch nicht mehr wettet. In unserer Welt wettet man eigentlich. Das ist im Prinzip schon richtig. Und nicht auf den Formgeist bauen, sondern über die Formgeistanalyse in Chuang Yi Lun Kung Tu befreien. Bis Nian Chuang, Chuang Yan. So, das war das damals, was man im Shotokan gesehen hatte, in der BRD. Ach, das befreit einen vom Formzwang. Da kann man sich endlich selber beherrschen und Beherrschung über sich erlangen. Und muss nicht mehr dieses Muss-Gesetz folgen. Und das scheint nicht mehr zu existieren. Das zeigt, eine andere Weltanschauung hat sich in der Leitkultur durchgesetzt. Tschüss.